Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein ganz interessantes Gespräch mit einer lieben Zuschauerin gehabt. Du seist an der Stelle lieb gegrüßt. Da ging es darum, dass sie zu mir gesagt hat, meine Wohnung sei immer so aufgeräumt. Also sie hatte zumindest den Eindruck in meinen Videos. Und das ist nämlich auch tatsächlich nur ein Eindruck. Meine Wohnung ist nämlich nicht immer aufgeräumt. Und sie hat mich auf jeden Fall gefragt, wie ich mich denn motiviere, aufzuräumen und meine Hausarbeit zu machen. Und das ist nämlich eine sehr gute Frage, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich mich dazu motivieren kann, meine Hausarbeit zu machen. Ich weiß allerdings ziemlich gut, wie ich mich davor drücken kann, meine Hausarbeit zu machen. Was man so machen muss, wenn man wirklich keine Lust hat, sich selber einzureden, dass es viel wichtigere Dinge gibt, die man gerade machen muss. Und da kommt man manchmal auf die absurdesten Ideen. Und das möchte ich euch in diesem Video gerne mal zeigen. Musst du Wäsche einräumen, sortieren, aufhängen? Solltest du nicht mal wieder staubsaugen? Hast du keine Lust? Dann mach doch stattdessen einfach etwas, was viel, viel wichtiger ist. Tipp Nummer 5. Ignoriere deine gesamte Umwelt. Tipp Nummer 4. Erzähl möglichst vielen Leuten, dass du Hausarbeit machen musst und verstricke sie dabei in Gespräche oder lass du dich in Gespräche verstricken. Hey, na, was machst du? Ja, ich muss aufräumen. Aufräumen! Ich muss aufräumen. Aufräumen muss ich. Warum ich nicht aufräume? Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich aufräumen muss. Ich muss aufräumen. Aufräumen! Ja, ich räume jetzt gleich auf jeden Fall. Ach, echt? Ja, erzähl mal. Ja, ich habe keine Zeit. Wenn du keine Freunde hast, dann versuch doch einfach dein Haustier in tiefgründige Gespräche zu verstricken. Diego, was machst denn du so? Sollen wir irgendwas machen? Und du so? Darf ich mitspielen? Hey, 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 hey. So? Tipp Nummer 3. Stell doch mal wieder deine Gelenkigkeit auf die Probe. Tipp Nummer 2. Schreib dir eine sinnvolle To-Do-Liste und versuche wirklich alle Punkte abzuarbeiten. Tipp Nummer 1. Der beste Tipp, um dich wirklich langfristig abzulenken, sind natürlich Spiele. Am besten wählst du dafür irgendwelche Echtzeitspiele und Apps, die wirklich süchtig machen und dich auch immer wieder daran erinnern, dass du jetzt gerade wieder etwas machen kannst in diesem Spiel und auf jeden Fall wieder zurückkehren solltest, um weiterzuspielen.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr konntet vielleicht darüber schmunzeln. Vielleicht habt ihr euch in der einen oder anderen Drückungs- und Fernhaltemethode selbst wiedererkannt und entdeckt. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, was sind eure beliebtesten und erfolgreichsten Methoden, euch vor irgendwelchen Hausarbeiten zu drücken, auf die ihr gerade gar keine Lust habt, so sonntags oder so. Das würde mich sehr interessieren, auf welche absurden Ideen ihr da so kommt. Vergesst nicht, die Spiele auszuchecken. Die Links stehen in der Infobox, da könnt ihr die finden. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch da sehen würde und ihr mich da mal anschreibt und wenn wir da zusammen spielen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal nach Methoden suchen, wie ich mich denn motivieren kann, die Hausarbeit zu machen oder zu lernen oder was auch immer. Und das werde ich euch natürlich auch noch filmen, ganz ernst gemeint. Ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich sag euch Tschüss.